Deshalb verschrieben sich die Assassinen dem ewig währenden Kampf im Krieg gegen die Templer. Denn wenn die gewinnen, werden deine Geistervisionen zur Wirklichkeit. Dann halte ich sie auf. Oh, das wirst du sicher versuchen. Komm mit. Ich muss dir etwas zeigen. Vorsicht. Das war auf jeden Fall. Das war kein Witz, dass hier bald alles auseinanderfällt. Auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Warum reparierst du es nicht? Wozu denn? Außerdem mangelt es mir an Material. Dann kauf es. Ja, die besseren Tage hinter sich. Sieh mich an. Glaubst du, ich könnte einfach in den Laden gehen, die Taschen voller Geld und einkaufen? Ja. Warum nicht? So naiv. Hier lang. Na, das dachte ich mir schon. Glaub nicht, du könntest einfach herkommen, das überwerfen und schon wirst du ein Assassine. Ich habe nicht. Ich würde mir niemals anmaßen. Ist schon gut. Ich weiß, wie verlockend das ist. Nun gut, mein Schüler. Wir werden bald wissen, ob dir diese Kleider passen. Hab Dank. Ich bin Achilles. Komm mit, Junge. Wir haben zu tun. Du bist nur ein Staubkorn, ein Nichts. Du und dein ganzes Volk. Ihr lebt im Dreck wie die Tiere. Begreift nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Was wollen die Templer denn? Was sie immer schon wollten? Kontrolle. In den Kolonien sehen sie eine Gelegenheit. Eine Chance für einen Neuanfang. Unberührt vom Chaos der Vergangenheit. Deshalb unterstützen sie die Briten. Hier können sie die Vorzüge ihres Glaubens präsentieren. Ein Volk, das nur diesen Prinzipien dient. Ordnung und Struktur. Ich habe gesehen, was kommt, wenn sie Erfolg haben. Sie müssen sterben, oder nicht? Sie alle. Sogar mein Vater. Vor allem dein Vater. Er ist es, der alle Fäden in der Hand hält. Und so übte ich. Ich rannte, ich kletterte, ich kämpfte, ich stürzte. Und für jede körperliche Übungsstunde gab es 2 Lektionen für den Geist. Sprachen, Philosophie, Logik, die Kunst. Achilles lehrte mich sehr viel über die Assassinen und Templer. Ihre Strukturen, Ursprünge und Ziele. Jahrhunderte in wenigen Tagen zusammengefasst. Wir sprachen über die Männer, die mein Dorf niederbrannten. Von Charles Lee und meinem Versprechen an ihn. Achilles erklärte mir, Lee und seine Gefährten seien Templer. Und dass kein Geringerer sie anführte als mein eigener Vater. Wenn ich dem Orden dienen will, wären diese Männer meine Ziele. Also arbeitete ich härter, lernte schneller. Doch trotz allen Fortschritts war klar, dass ich noch viel lernen musste.
Meine Lehrzeit hatte gerade erst begonnen. Ja, also ich finde es sehr, sehr schade, dass er schon weiß oder schon vorher wusste, dass der Haytham sein Vater ist. Also ich hätte es besser gefunden, wenn das bis zum Ende so ein bisschen geheim geblieben wäre und er dann erst quasi so einen Twist gegeben hätte oder Haytham vor ihm gestanden gesagt hätte, Connor, ich bin dein Vater oder so ähnlich. Aber gut, ist halt blöd, dass er es schon weiß, dass die Mutter das eben gesagt hat, er sein Vater ist. Aber ja, gut, ja. Ja, ich hätte ja sagen können, keine Ahnung, dass das ein weißer Mann war. Ich find's blöd, weiß nicht. Dass man weiß, dass er weiß, dass wir wissen, dass er es weiß halt. Gut, ist egal. Monturen. Gesperrt. New York-Montur haben wir. Wir haben die Baltimore-Montur. Wir haben die Ross. Also wir haben verschiedenste Monturen für jede Stadt, die es irgendwie gibt. Zum Beispiel die Städte Ezi und Altair sind auch schöne Städte. Achilles Original. Also wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was vor uns hier. Jo. Alexio, Aguila, Arno. Wir können natürlich Gift drauf nehmen, dass ich die irgendwann anziehen werde. Weil ja, der Arno ist einer meiner Favoriten. Ihr werdet es nicht glauben. Ja. Also ich schwimme da nicht wirklich mit dem Strom, muss ich sagen. Also ich Assassin, die bei anderen die Favoriten sind, die sind bei mir eher weiter unten. Und so ein Arno zum Beispiel, der ist bei mir eher oben. Aber ich möchte jetzt mal gucken, bezüglich Easter Egg, ob ich den Raum finde und welchen Raum gefunden habe, ob es das Easter Egg da wirklich gibt. Ich weiß halt nicht, wo der Raum ist. Ich war zwar schon mal in diesem Raum. Aber, also jetzt noch nicht mit euch hier gemeinsam. Also ich war mindestens zweimal in diesem Raum. In zwei verschiedenen Spielen. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, oder? Ich glaube, da hat irgendeiner Scheiß geschrieben. Oder haben die das vielleicht in der Remastered-Version verändert? Weil es sieht alles nicht so aus, als wenn hier irgendwie quasi eine Bombe eingeschlagen wäre oder so. Also, es sieht alles ziemlich aufgeräumt aus. Ich glaube, das stimmt nicht mit dem Easter Egg. Mein Tempel-Assassin kannst einfach mal schreiben, ob es stimmt oder nicht. Weil du wirst wissen, auf was ich hinaus will. Ich sag nur, dass ein Ire daran schuld war, dass das Fenster... Also er war nicht schuld, aber er ist durch das Fenster geflogen. Doch, doch, der ist ja gesprungen, oder? Ist er gesprungen, ist er geflogen, der Ire? Ich weiß gar nicht mehr. Ist auch egal. Ja, dann gehen wir raus, ne? Aber es war auf jeden Fall im Obergeschoss. Glaube ich. Naja. Ist jetzt wieder Schnee oder was? Also, ja gut, es war ja ein Sprung von 6 Monaten jetzt. Ach, er will in die Stadt. Genau. Achilles Botendienst. Guten Morgen. Wünsche ich dir auch. Willst du verreisen? Ich habe entschieden, das Haus herzurichten. Und du wirst mir dabei helfen. Steig ein. Mir macht das immer noch zu schaffen mit dem Fenster, ne? Weil ich überlege nämlich, ob die Entwickler damals bei Assassin's Creed 3 gesagt haben, es wurde in der Vergangenheit ein Fenster zerbrochen. Wir implementieren das jetzt in das Spiel, dass das Fenster zerbrochen ist. Halt, irgendwie. Also es wurde früher zerbrochen, aber es passiert erst später, wenn ihr wisst, was ich meine. Boston, 1770. Ein gutes Jahr. Glotz nicht. Verzeih.
komm weiter. Achillesferse und ein Kampf. Unglaublich. Die Leute, dieser Lärm, die Gerüche. Ich könnte Tage hier verbringen und hätte nicht die Hälfte der Wunder gesehen. Früher habe ich einmal dasselbe gedacht. Heute bevorzuge ich die Ruhe des Landlebens. Es gibt so viel Leben hier. So viele Möglichkeiten. Für wenige, mein Junge. Für wenige. So, damit wir keinen Kampf auslösen dürfen, werden wir am besten keine Wache anrempeln. Oder auf Dächer klettern. In der Nähe ist ein Laden. Kaufe die Sachen auf dieser Liste. Sag ihnen, wo die Kutsche steht. Und sie werden sie beladen. Verstanden? Ja. Gut. Und du brauchst doch einen neuen Namen. Deine Haut ist hell genug. Du könntest glatt als Spanier oder Italiener durchgehen. Besser, man hält dich für einen Spanier als für einen Eingeborenen. Und beides ist besser als ich. Das ist nicht wahr. Wahrheit und Wirklichkeit sind nicht immer dasselbe. Wie würdest du mich denn nennen? Connor. Ja, das ist jetzt dein Name. Also gut, fort mit dir. Also heißt der Ratschmuller Keton jetzt offiziell Connor Keton. Alles klar. Den Gemischtwarenladen für Achilles besuchen. Na, rennen wir direkt mal hin. Fällt doch nicht auf, wenn ein Indianer hier rumrennt. Oder ein Ureinwohner. Verzeiht. So, das stört die Wachen nicht, wenn ich hier rumrenne. Ist in Ordnung. So. Ich bin es leid. Jeden Tag werden neue Steuern erhoben, neue Gesetze erlassen. Also das ist normal. Das ist auch 300 Jahre später so. Also. Verlaufen. Ich brauche die Sachen von dieser Liste. Wirst du bezahlen oder lieber tauschen? Einiges davon habe ich, einiges nicht. Holz ist schwer zu bekommen, seit mein Lieferant verschwand. Aber ich habe Werkzeug und Pech. Nägel auch. Wohin soll ich das alles liefern? Unser Wagen steht am State House. Zu Achilles zurückkehren. Oh, wie einfach das früher war, ne? Einfach so Beutel Geld hingelegt. Ich habe gerade einfach die Handbewegung gemacht. Also ein Beutel Münzen hingelegt. Und ja. Da konnte man den Verkäufer noch vertrauen. Wer sitzt im Parlament für Boston? Für New York? Für Virginia? Niemand. Aber sein Lieferant ist verschwunden. Okay. Warum sind hier so viele Wachen? Was ist denn hier los? Wir gehen zum Zollhaus, um es den Rotröcken mal ordentlich zu geben. Ja, mach das. Hallo? Achilles, was ist hier los? Was ist geschehen? Genau das werden wir herausfinden. Folge mir. Alles klar. Am Zollhaus ist was los. Kommt alle mit. Ich merk's. Da wird das Zollhaus zum Tollhaus. Okay, der da oben will es aber wirklich wissen. Letztes Mal auseinander! Versammlungen dieser Natur sind verboten! Wir gehen nirgendwo hin, Bastard! Hey! Geht doch zurück nach England! Nichts Gutes entsteht aus solchem Chaos! Geht zurück nach Hause und alles wird vergessen! Niemals! Ihr müsst für eure Verbrechen bezahlen!
Ihr Feiglinge! Zieht mit nicht. Gewehren auf Unbewaffnete! Wir haben keine Angst! Da! Ist das mein Vater? Ja, das heißt, es wird sicher Ärger geben. Du musst jetzt seinen Komplizen verfolgen. Die Menge ist ein Pulverfass. Er darf die Lunte nicht zünden. Aber... Nichts aber. Tu, was ich sage und los. Komm her, du fetter Feigling. Du schießt ja doch nicht. Hey, Rotrock. Na komm, benutz das kleine Gewehr. Ich wollte doch einfach nur hier in Ruhe shoppen gehen. Den verdächtigen Mann folgen. Dreht er sich um zwischendurch? Hoi, du da! Was soll denn dieser Aufruhr? Feuer am Townhaus. Ich bin verdammt nah an ihm dran, ne? Ich lauf mal, ich versuche mal hier unterzutauchen. Geht das? Was? Über die Dächer folgen, das mache ich lieber nicht. Nicht, dass da oben Wachen stehen und mich dann erschießen. Okay, er dreht sich um. Ah, ihr merkt schon, dem ist nicht ganz wohl bei der Sache. Dem ist das Ganze nicht geheuer. Lauf doch weiter jetzt, du Depp. Danke. Ich danke dir. Ui, jetzt legt er mal einen Zahn zu. Ah, vielleicht ist das ein scharfer Schütze. Und sollte er sonst auf das Dach klettern? Was hat er vor? Er läuft geduckt, das kann ich zum Beispiel nicht machen. Dein Plan ist gescheitert. Nicht ganz.